ich möchte noch gerne zwei Gedichte lesen. Morgengrüße. Mit sanftem Druck des Morgenwindes öffnet sich das nur angelegte Fenster. Biete dem Vogelgezwitscher und den Straßenlärm Einlass in Katharinas Stube. Guten Morgen, Herr Wind. Bringst du Nachricht und Grüße? Woher, von wem? Von uns allen, die draußen vor der Tür, weil du so alleine bist? Oder fühlst du dich gestört? Hoffe nein. Schau mal, heute lacht die Sonne, Blumen duften, die Stadt lebt und wir sind deine Gäste. Der große Ahornbaum winkt dir zu, das Wasser des Baches plätschert, bringt dir Grüße aus den Bergen. Und ich, der Wind, bringt dir Jasminduft und Vogelsang. Dafür wünschen wir uns ein herzliches Lachen von dir. Und jetzt ist eines, das habe ich einmal ernst gemeint, wie ich das geschrieben habe. Ich möchte so gerne, aber weiter habe ich es nicht mehr ernst gemeint. Also, ich möchte so gerne in Undines Arme schlafen, vom Wassermann bewacht, in Algen gebettet, von Moränen beschützt, versunken in der Ewigkeit. Vielleicht dann nach Jahrtausenden zu Stein geworden, als Fossil entdeckt, eventuell von den Yetis, die dann fragen, wer war Katharina?